Rotec ist für uns die Leitmesse für den Maschinenbau. Hier nach Stuttgart zur Motec schaut der deutsche Maschinenbau. Er findet hier das Zuliefererumfeld, was er benötigt, um hohe Qualität, hohe Präzision zu erzeugen. Und wir möchten hier unsere neuen Produkte, die wir das Jahr über entwickelt haben und die wir in diesem Jahr zum ersten Mal dem Publikum vorstellen, gesammelt in Themengebieten präsentieren. Ja, ITEM hat natürlich in den letzten Jahren viele Neuheiten dazugenommen. Die stellen wir alle wunderbar in Anwendung dar, wo der Kunde auf den Stand kommt und direkt angezogen wird von den sehr interessanten Exponaten, die wir hier ausstellen. Hier auf der Motec stellen wir zum ersten Mal live dem Kunden das Treppenpodeste-System vor. Das Treppenpodeste-System zeichnet im Besonderen aus, dass es komplett kompatibel zu unserem Systembaukasten ist. Wir haben 8 Treppenmontagesätze entwickelt, die sich einfach an das Profil 120x40 schrauben lassen. Die Steigung der Treppe muss immer an die Stufenhöhe angepasst sein. Wir haben hier die Treppensteigung 45 Grad und haben einen Abstand zwischen 220 und 200 mm. Mit lediglich 5 Verbindern können Sie sichere Geländer an unsere Treppen und an unsere Podeste bauen. Hier sehen wir als Neuheit eine Freigabeeinheit D30, die es ermöglicht, mit dem Profilrohrsystem D30 einen vollautomatischen Transport von Kisten zu gewährleisten. Der Werker hat eine leere Kiste, die er an seinem Arbeitsplatz bestückt hat oder geleert hat, stellt die in das fahrerlose Transportsystem rein und es fährt dann automatisch vom Arbeitsplatz weg und übergibt es an der entsprechenden Stelle in die nächste Station. Hier ist es uns gelungen, den Widerspruch zwischen großvolumiger Materialbereitstellung und ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung aufzubrechen. Wir haben hier einen Tisch mit einem integrierten FIFO-Regal mit einer Staulänge von 1,20 m. Kann man individuell seinen Anforderungen entsprechende Materialbereitstellung hier realisieren. Ja, hier haben wir noch einen, der Eyecatcher der Messe. Das Ganze basiert auf unseren neuen Schnitten LRF 8. Und die Herausforderung an dieser Einheit war, dass die einzelnen Blöcke mit einem Abstand von nur 0,4 mm aneinander sich vorbeischieben, sodass wirklich sehr hohe Präzision gefragt war. Mein Highlight von ITEM ist das neue Programm, was man hier sieht. Das wird genannt das XMS-Profil. Und da sieht man doch, dass ITEM ein sehr schönes Top-Produkt ist. Bei ITEM gefällt mir immer ein gutes Design, gut aussehende Produkte. Am meisten hat mich das LPS-System überzeugt, also das Rohrsystem 30. Bin doch sehr überrascht, wohin die Entwicklung gegangen ist und wie hochwertig das hier rüberkommt. Die Bauteilevielfalt hat mich sehr überzeugt hier auf dem Stand. Ihre Ideen sind es wert.